Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen. Bei diesem dritten Part, Total War Warhammer 3, angespielt mit Yuan Bo. Genau, das letzte Mal ist jetzt schon wieder ein Weilchen her. Ganz so, wie ich es erwartet hatte. Die letzten zwei Parts angespielt haben sich ja mit dem Changeling beschäftigt. Aber jetzt ist wieder der Yuan Bro dran. Da oben ist ein Inselchen. Wäre doch ganz nett. Wenn mir meine Erinnerung aber nicht täuscht, haben wir beim letzten Mal die Grünhäute ausgeknipst. Ich habe vergessen, wie dieser Stamm hier geheißen hat. Aber wir haben uns auf jeden Fall mit Grünhäuten gedroschen. Und haben natürlich den erfolgigsten Erfolg davon zurückgetragen. Und zwar jetzt interessanterweise sogar ohne Kriegsgegner, weil wir in unserer katayanischen Heimat diese Vampirfraktion ausgeknipst haben. Jetzt kontrollieren wir die Provinz und haben diese Halfstack da zur Hand. Die Frage ist natürlich, in welche Richtung es weitergehen soll. Ich habe mir vorher schon ein bisschen umgeschaut. Also die Fürsten des östlichen Flusses, ihr seid ja ebenfalls Katayaner, genau. Dann gibt es noch ein bisschen Geld. Aber gut, dann verstehen wir uns gut mit unseren katayanischen Nachbarn. Ich hätte ohnehin nicht vor, mich mit denen anzulegen. Das ganz ehrlich. Interessant wäre es jetzt natürlich, weil wir mit denen schon an der Grenze zum unerforschten Gebiet liegen. Weil man ja nicht weiß, was hier noch kommt, DLC-mäßig, ne? Hier drüben Tito, bei Int. Da wären wir eigentlich relativ nahe dran. Waldelfen. Okay, ja, kannst du keinen. Aber dass da eine Waldelfenfraktion sitzt, habe ich auch nicht gewusst. Und mich würde interessieren, ob hier irgendwer noch unterwegs ist. Weil von außen, na gut, da oben ist die Mauer. Ja, das ist sicher noch nicht Chaosgebiet. Da laufen sicher irgendwo noch Katayaner durch die Gegend. Respektive 100 Skaven Korruption. Also falls wir dort oben einen Kriegsgegner brauchen, könnten wir uns ja für die Skaven entscheiden. Rein theoretisch und hypothetisch. Aber für den Moment kannst du mal irgendwo in eine City gehen. Jo. Und dir mal fortbilden. Wir machen ganz gut Geld. 2000 ist okay. Da könnten wir ja fast schon schauen, dass wir ebenfalls irgendwo. Ein neues Rekrutierungsgebäude kriegen. Und ich glaube, hier wird man sparen auf die Stufe 3 Gebäude, ne? Ja. Okay, genau, deswegen muss der hohle Wächter an ein bisschen warten. Wäre interessant, was die da vorhaben, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Der Bluthallenzirkel. Ja. Okay, das sind die 1000 Stunden, das ist wieder wer anderer. Wie schaut's denn aus mit den Dunkelelfinnen? Ja, relativ schlecht. Die haben ja keine Kriegsgegner. Könnte durchaus sein. Admiral of Kars Fleet. Achso, du bist ja wieder da drüben. Okay. Okay, da schaut es mit Mazda Mundi sogar halbwegs okay aus.
Was sagt man dazu? Gut, dann sparen wir uns die Kohle. Wir werden sie brauchen. Und hüpfen in die nächste Runde. Genau, zwei Parts angespielt mit dem Changeling sind mittlerweile auch draußen. Und der Kerl ist vorsichtig gesagt, na, na, erste Sahne. Geile neue Mechaniken. Sogar ein bisschen eine Umgewöhnung eigentlich, weil der Changeling neben den vielen Dingen, die er neu hat, der Changeling ist ja auch nicht angewiesen auf dieses Hauptkettengebäude in einer Siedlung. Also auf dieses Dorf, Stadt, Festung, Zitadelle ist er nicht angewiesen. Er hat zwar seine Gebäudeentwicklungen, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4 und 5, je nachdem, aber muss dieses Hauptgebäude pro Siedlung nicht machen. Ist definitiv eine Umgewöhnung. Definitiv. Eure engsten Verbündeten entscheiden womöglich, ihr Schicksal endgültig mit eurem zu verbinden. Ritus von Surtek. Das nicht so, ihr wartet doch nur drauf. Würde passen, die warten doch nur drauf. Bis wir uns da aus der Siedlung schleichen und dann würden sie angreifen. Bin gerade am Überlegen, ob wir uns mit den Dunkelelfen. Anlegen möchten. Dann könnte man eigentlich machen. Er hat überhaupt keine Verbündeten, niemanden, den er irgendwie da reinziehen kann. Wir haben interessanterweise aber auch keine Verbündeten. Naja, wir könnten uns ja mal zumindest einmal darauf vorbereiten. Soll bedeuten, du bist einmal nur ein Jadekrieger. Ist eine schwach gegen Panzerung, ne? Gut, die Korsaren haben ein bisschen was. 80, 40, okay. Die anderen haben 40 und wieder 80. Ja, da bringen unsere Fernkämpfer gegen die nicht mehr allzu viel. Ja, dann hol ich einen Jadekrieger. Oder. Ja, hol einmal die 2 Jahre Krieger, passt schon. Genau, das braucht noch die eine Runde. Wachstum und Einkommen aus Young-Industriegebäuden. Was haben wir denn gerade? Gut, wir haben gerade mehr Yin. Okay. Aber der Wachstumsbonus wird ja unabhängig von Yin oder Yang wirken, ne? Naja, machen wir den. Investment. Mach mal den. So, und hier drüben. Mal ebenfalls hin. Und
Und. Ein Gauschmiede, ja, ist jetzt nicht so wichtig. Ich meine, wir sind zwar in heimatlichen Gefilden, aber ich für meinen Teil fühle mich trotzdem immer ganz wohl, wenn Garnison im Haus ist. Ganz ehrlich. Könnten wir wieder auf 0-0 gehen mit der Balance. Oder wir pushen das Wachstum noch ein bisschen weiter. Haben wir Karawane draußen? Nein, haben wir nicht. Wobei. Ah ja, können wir ja machen, ne? Ist ja kein Thema. Wenn der noch ein bisschen braucht, um sich zu erholen, dann soll ihm diese Zeit gegeben sein. Der kommt mit ein paar Bum-Bums. Oder mit Kaff. Du bist schon. Ja stimmt, da haben wir ja schon so einen Kavallerie-Typen. Dann nehmen wir mal den anderen. Einfach nur aus Gründen. Einfach nur aus Gründen der Abwechslung. Den Frostlanden oder rüber noch Kislev. Na, mach mal Ehrengard. Volle Fracht und ab geht er. Stimmt, das eine Level Up gibt es noch. Surely a gift from the dragons. Ja, ganz sicher, ein Gift from the dragons. Gut. Und da geht's wieder rund mit allen 200 Fraktionen. Okay, das ist sogar Gewaltrudern. Naja. Ah ja, wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Gut, dann ist Dunkelelfenzeit. Okay, Zinkfraktion ist weg. Mir wird halt jetzt nur küstlich, eigentlich wollte ich sagen fürstlich interessieren, wo der Kerl abgeblieben ist. Man könnte natürlich sein, dass er sie
Der wird uns ja nicht den Krieg erklärt haben und sie dann anschließend verdünnisiert haben, oder? Das wird es ja doch nicht sein. Das wird es ja doch nicht sein. Ja, sehen wir jetzt nichts, ne? Er könnte ja, wenn er irgendwo in Hinterhaltsstellung ist, da wird er ja nicht hier in dieser Siedlung vorbeikommen, ne? Und hier kann er überall nicht an Land, weil das felsiges Gebiet ist. Das hier ja auch. Wo er aber an Land könnte, war glaube ich hier irgendwo, ne? Das ist ja quasi die Insel des Roten Schädels. Holen möchte. Nein, ich wollte die Garnison. Erst. Nee. Nee. Ich wollte die Garnison sehen. Danke. Okay, dann hoffe ich Jadekrieger, ein paar Speerträger und Armbrustschützen. Ja, ja. Könnte zur Not eigentlich reichen, ne? Ja, bewegen wir uns einmal. Über den Seeweg. Schauen wir mal, falls er doch irgendwo hier ist, dann werden wir es gleich sehen, wenn er dann angreifen wird. Werden wir gleich sehen. Wir könnten aber natürlich auch. Ah, da unten ist er. Okay. Komisch. Höchst seltsam. Du marschierst Richtung Hauptstadt. Und. Wir sporen hier ebenfalls einmal auf die Ortschaft. Machen wir einen Speicherer machen wir. 4 Runde 14. Und weiter geht's. Ganz gemütlich, ganz gechillt. Tschü mit Ü. Tschü mit Ü. Ich bin ja auch schon wieder ein bisschen am Planen, weil ja kürzlich die weltbewegende Info bekannt wurde, dass am 11. Oktober Total War Pharao erscheinen soll. Hat mich eigentlich gar nicht so erfreut, die Meldung. Ich war eigentlich eher davon ausgegangen, dass sich das Spielchen vielleicht noch bis nächstes Jahr verschiebt. Wäre immer noch ganz nett, wenn es so käme. Bretonia, okay. Alberic. Ich glaube, das ist jetzt irgendwo hier, kann das sein? Die bretonische Expedition in die neue Welt. Bretonische Ritter im Dschungel. Wer kennt's nicht? 10,8. Genau, aber ich hätte ja davon. Ich wäre eher davon ausgegangen, dass sie das vielleicht noch auf nächstes Jahr verschiebt, dann hätte ich ein bisschen mehr Zeit, um den DLC hier noch entsprechend meiner Pläne abzuarbeiten. Wenn es jetzt wirklich am 11. Oktober rauskommt, dann ist fast ein bisschen bald. Ich werde noch auf ein paar spannende Planungsentscheidungen von mir hinauslaufen. Vor allem auch, was wir mit dem Plan neuen PC anfangen werden, noch.
Weil ja der Plan bei mir ist, dass ich mir ein neues Gerät zulege. Die Idee war eigentlich, das rechtzeitig für Pharao zu machen. Oder es verzögert sie und ich bringe Pharao ein bisschen später. Kann auch sein. Jo, die Situation ist jetzt natürlich ein bisschen blöde. Weil es vermutlich so sein wird, dass wir ihn nicht zu fassen kriegen. Er wird uns, glaube ich, ausweichen. Und wir kommen recht nahe ran. Aber ob wir ihn wirklich kriegen? Und vielleicht können wir ihn zumindest einmal in die Richtung bewegen, weg von unseren Siedlungen. Wenn er vor uns davon rennt, aber in Richtung Süden, dann wäre uns da ja schon mal ein bisschen was geholfen, weil hier über die Insel nach Süden, das ist ja jetzt die Hauptvorstoßrichtung, einmal Richtung Bluthalle. Von daher würde ich sagen, stellen wir uns einmal hier so dran. Vielleicht so ein bisschen in seinen Weg in Richtung Schrein. Und falls er dann nach unten ausweicht. Wäre das schön. Oder würde unseren Plänen zugutekommen? Gut, aber jetzt kann man gern den hohlen Wächter ausbauen. Und ja, können wir da irgendwas Spezielles? Die Zielsiedlung wird zum Geschäftsbezirk erklärt und erhält verbesserte Effekte durch das Siedlungsgebäude. Okay. Harmonische Rekonstruktion. Okay, die Gebäude der Zielsiedlung wechseln soweit möglich zwischen ihrem Yin- und Yang-Gegenstück. Eure Fraktion erschafft 4 zufällige magische Gegenstände oder Unterstützungen. Die Zielsiedlung schließt alle derzeit laufenden Bauarbeiten sofort ab. Okay, ja. Kontrolle und sämtliche Korruption werden auf 0 reduziert. Aber natürlich ist jetzt aber gar nicht so, das muss, finde ich. Jo. Dann schauen wir mal ganz einfach, ob und inwiefern wir diese Dunkelelfen dreschen dürfen können. Dreschen dürfen können, mögen, sollten, tun. Dass da ein bisschen Action reinkommt in diesen gemütlichen und voll Chillerino, in diesen voll chilligen Part. Ja, das kennen wir schon. Sonst ist ja alles voll Chillerino. Ein paar letzte Boten vom Sonnenaufgang zeigen sich jenseits meines Studiofensters. Vom Sonnenuntergang habe ich Sonnenaufgang gesagt. Sonnenuntergang, es ist Abend gerade. Ein wunderbarer Dienstagabend im September, wo man schon langsam merkt, vielleicht wird es ja doch was mit dem Herbst. It is good to see. Much has changed. Ja, ist okay. Das mit dem Bündnis. Ah ja. Okay, vielleicht gibt es Dunkelelfen auch noch, mit denen wir uns dann anlegen können. Darauf ein Schluck abwartendes H2O. Aber natürlich H2O ohne Kugel. Weil aus der Leitung kommt ja nichts anderes, ne?
Badum, badum, badum. Okay, Karakasern und die Blutgurgler und die Lamianische Schwesternschaft. Tja. Hat's funktioniert? Ich hoffe mal. Ja, es hat funktioniert. Fantastisch. Tju. Es wird natürlich ein bisschen spannender, die ganze Geschichte, wenn wir dieses Nachlaufspiel jetzt bis zur Bluthalle runter machen und dann hätten wir es mit der Garnison und ihm gleichzeitig zu tun. Das war ein bisschen blöde. Aber mal schauen. Wir können uns ja mal zuerst die Säulen holen. Im Vorbeigehen, vielleicht will er die ja dann auch schon schützen. Ich weiß schon, so einen richtigen Einsatzzweck für die Armee haben wir jetzt zwar nicht, aber dann steht da mal eine volle Half-Stack da. Eine ganze halbe Armee. Okay, da geht's schon rüber Richtung Ogre-Gebiet. Ja, wir bräuchten dann bei Zeiten hier oben einen Spion, der ein bisschen... Edelsteine. Der ein bisschen da oben scoutet, was sich hier so tut. Und ja, Armbrustschützen ist jetzt gar nicht so wichtig. Achso, wir wollten ja sparen, blödsinn. Wir wollten ja die zwei Runden noch warten bis auf die Ortschaft. Ja, passt. Dann baue die Kaserne halt. Gut, dann. Dasselbe noch einmal, speichern wir die nächste Runde. Der Sister Yin Yin. Aber irgendwie fällt es mir jetzt doch hier ein bisschen mehr auf. Der Changeling und die Mutter Ostankia sind viel gesprächiger. Finde ich fast ein bisschen sympathisch. Beim Changeling war ich beim ersten Partner ziemlich gehypt. Beim zweiten ist mir schon aufgefallen, dass er ziemlich, ziemlich viel redet. Fast nervig viel. Bei der Mutter Ostankia ist es noch ein bisschen besser. Also ich glaube, der gesprächigste dürfte von den dreien dürfte echt der Changeling sein. Der fliegende Bodemantel. Aber dass er sich in jeden General verwandeln kann, den er besiegt, das ist schon cool. Bislang habe ich Wulfric und Balthasar Geld, indem wir uns mit dem Changeling verwandeln können. Ja. Was auch immer das jetzt soll. Juanbo, Grundstein, eine Händlerin von der Elfenbeinstraße, bittet respektvoll um einen Tausch. Sie behauptet, den Grundstein der großen Bastion zu haben, der zu Beginn der Bauarbeiten gestohlen und erst kürzlich ausgegraben wurde. Dieses Objekt besitzt wahrhaft alte und ehrwürdige Macht. Den Ziegelstein zur Bastion zurückbringen, Juanbo, der Jahredrache, gewinnt Eigenschaft selbstloser Anführer. Kontrolle +3. Oder den Händler erpressen.
vergeltet es dem Händler mit irgendwelchen Luxusgütern, die wir ohnehin im Überfluss haben. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass dieser verzauberte Stein an seinen rechtmäßigen Platz zurückgebracht wird, auf dass der große Feind nicht eines Tages die Bastion erobern möge. Es ist Ketzerei, wenn ein einfacher Händler behauptet, ihm gehöre ein Artefakt, das die himmlische Magie des Kaisers in sich trägt. Ihr könntet jedoch wegschauen, wenn man euch entsprechend entlohnt. Ja. Die minus 3 Führerschaft ist halt, ja, fällt vermutlich nicht so ins Gewicht, aber 2000 ist jetzt auch kein Preis, wo ich sage, das ist diese 3 minus in der Führerschaft irgendwie wert. Was zur Hölle? Okay. Irgendwer hat gerade noch was gesagt, von wegen, der Part ist ein bisschen zu chillig. Mhm. Die Oger haben es gehört, ne? Aber gut, dann ist wohl Zeit für etwas Bum Bum. Ja, und dann werde ich auch kurz einen Cut machen. Ich muss nämlich raus, ich habe mein Terrassenfenster offen. Und ich wird da draußen langsam Finstar. Finstar auf Insta. Torgulk. Unser Mann Siyuan Situ. Werf mal dann. Ist ja natürlich auch so eine Sache, die sie bessert mit einem neuen Gerät, ne? Vielleicht ein bisschen weniger Ladezeiten. Alter Schwede. Die Geschwindigkeit erinnert ja leicht an die Spinnen von Mutter Stankia. Gut, also. Dann Wulan voran ans Werk. Ja, das ist wieder nur so eine Armee mit einmal Ogerbullen, der Rest sind Knoblas. Das ist eine Kanone, ne? Ja, dann schießt ihr mal auf den. Auf den super heftig generell. Und los geht's. Naja, das sind sogar Anti-Large. Trifft sich ja gut. Vielleicht könnt ihr euch noch aus der Affäre ziehen. Bisschen umlaufen. Blinkermodus, Blödsinn. Okay, ist eh nicht aktiviert, das hat gerade so ausgesehen, als hätte man im Blinkermodus drin.
alle nach innen, alle ins Zentrum. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah. Ja, die Hundis. Ihr dahin. Overwhelmed. Okay. Achso, die sind wieder zurückgekommen, vermutlich, ne? Die waren schon im Rückzug und haben sie scheinbar wieder gefangen. Und ballern. Jo, mehr können wir eh nicht machen. Yep. Schon ein halbwegs verlustreicher Sieg, aber wir haben keine Einheit verloren. Wird schon. Ich will eine gute Geschichte, weil ich euch eine Geschichte erzählen werde. Und du sollst allen anderen Menschen erzählen, wer der größte und gemeinste und guteste Goblin der ganzen Welt ist. Hast du das? Und wenn die Worte nicht hübsch genug sind, fress ich deine Leber vor deinen Augen, verstehst du? Skarsnik befiehlt die Niederschrift seines Lebens. Und dann verschwand das Zitat. Und wenn das Kämpfen vorbei ist und die Sonne dem Nachthimmel weicht, erhöre mein Gebiet, rett meine Seele und führe mich in Sigmas Reich. Weil mir reicht's heute, ne? Lucklu. Darauf ein kleines Siegeswässerchen. Gut, Verstärkungsrate auf jeden Fall für die Karawane. Gut, dann wie angekündigt gibt es an dieser Stelle eine kleine Cut. Ich muss kurz runtergehen, die Rassentür zumachen, bevor es allzu kalt reingeht. Jo, weil der Herbst kommt und so. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir wieder. Weiter geht's in diesem total epischen, epischsten Part aller Zeiten. In diesem epischsten Part aller Zeiten. Zungenbrecher. Jo, genau. Die spannende Entscheidung. Ne, schau mal einer an. Ich war eigentlich jetzt schon fest darauf vorbereitet, dass wir uns hier weiter nach Süden bewegen, weil wir ihn einfach nicht kriegen werden. Aber ich komme nicht umhin, wir kommen nicht umhin zu bemerken, der ist ja schon auf Gewaltrudern, auf der vollen Kraft. Sprich, wenn denn jetzt rein hypothetisch jemand angreifen würde, dann könnte er sie ja eigentlich nicht mehr zurückziehen. Ne? Sag mal, dass ich recht habe. Wehe. Okay. Ja, danke sehr. Wehe. Gut. Jetzt habe ich gar nicht nachgeschaut, ob er. Ich glaube, von er ist der Anführer, ne? Naja. Den Spaß gönnen wir uns. Und dazu schenke ich mir nochmal ein Schlückchen Sieges H2O ein. Ah,
Ah, ist das die Map mit dieser Insel, dass hier rundherum Wasser ist und das ist also eine kleine Insel mit so einem Waldstückchen? Ich glaube schon. Oh ja. In lebendiger Jade liegt eine rohe Zauberkraft, die in den Stein eingelassen wurde. Eine bestialische Verbindung der Zauberei. Jetzt müsste eigentlich lügen. Was ist Jade eigentlich? Ist das ein Stein oder ist das ein Mineral? Ich glaube, das ist in der Mineral, oder? Kann das sein? Ich glaube, Metall oder in der Metalllegierung ist es nicht. Oder doch? Oh, bin überfragt. Bin ich voll überfragt. Wüstenlayout, alles klar. Guti. Haben aktuell ein bisschen viel Nahkampfinfanterie noch. Aber das macht nichts. Oder wir machen das doch ein bisschen anders. Nummer uno. Nummer duo. Numero 3. Numero, weiter weiß ich nicht mehr. Come on, man. Ready as gut. Dann rücken die mal zentral vor, und zwar tunlichst hier hin. Die kommen dahinter. Die Jadekrieger decken die Flanken. Genau. Ihr haltet euch vielleicht ein bisschen außer Sichtweite. Naja, ihr habt wahrscheinlich denselben Gedanken. 70er Reichweite. 20 Geschossstöcke. Oh, da haben wir sogar mehr. Interessant. Order and balance. Archers. Okay, wie es ausschaut, kommen wir gar nicht so weit. Dann können wir gleich ballern. Für den Kaffee! Für den Kaffee! Die ist weh. So, du machen wir irgendwie Piu Piu. So, du machst deine krasse Exekutionsfähigkeit. Ja, genau das. Bitte nicht. Ah, geh hin als goldene Hunde. Ja, das tut weh. Das gefällt. Irgendein Debuff noch dazu. Du sollst dein Exekutionsding machen. Ja. Ja.
tut weh. Schnappt sich die Korsaren. Und jetzt viel Spaß, direkt auf ihn drauf. Hier kommt es ebenfalls da mit dazu und hier noch hier. Dann gibt es nochmal das Verderben. Immer wieder ein schöner Anblick, wenn es regnet, ne? Na, das machen wir anders, du verfolgst. Oder kann man sicher so sagen, die Standardinfanterie von den Dunkelelfen, diese Schreckenssperre und diese Korsaren, also einfach was er hat, ist auf jeden Fall den Bauern Langspeerträgern überlegen. Ziemlich sicher. Ich muss gestehen, ich bin aber doch ein bisschen jetzt. Angenehm überrascht. Und weg. Angenehm überrascht, wie gut sich die Bauernlangspeerträger gegen seine Infanterie gehalten haben. Angenehm überrascht. Angenehm überrascht. So, wir werden auf jeden Fall da noch aufreiben. Wir werden auf jeden Fall dann noch aufreiben. Dann na komm. Auf jeden Fall dann noch aufreiben, weil dass möglichst wenig überbleibt von seiner Armee dann, ne? Weil jetzt geht's ab nach Süden, dass wir seine Hauptsiedlung einnehmen. Oder diese zweite Inselprovinz dort unten. Das ist wichtig. Wichtig. Nee. 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 Wie schaut's da drüben aus? Gut. Ja, ist okay. Jo. Bin zufrieden. War eine recht gute Geschichte. Wir tun es nicht für Geld, denn es gibt keins. Wir tun es nicht für Ruhm, denn den gibt es auch nicht. Wir tun es nicht einmal für die Gunst des Volkes oder den sanften Kuss eines Mädchens, denn das Volk fürchtet sich zu sehr, um uns zu danken. Nein, wir tun es, um die Schreie unserer Feinde zu hören. Und davon, mi amigo, gibt es reichlich. Macht zwar nicht Gust, da auf einen Run mit Tilea, es war geil. Es ist allseits bekannt, dass die Warlock-Techniker jeden im ständigen Skaven-Gerangel um die Herrschaft bedienen und dass sie gegen einen sehr hohen Preis bereit sind, ihre Dienste einzuschränken. Wird weiterhin vermutet. Keiner außer den grauen Propheten weiß um das gewaltige Ausmaß von Clan Scryers doppeltem Spiel und Verrat. Oh ja. Immer wieder spannend, die Zitate. Immer wieder spannend.
Ja, ein paar Einheiten hat er noch. Ist Klärchen. Gut, dann nehmen wir jetzt ebenfalls die Einheitenverstärkung. Ja, sollte man es eigentlich nicht ans Festland halten, sondern direkt runter schippern Richtung Bluthalle, bevor er die Chance hat, noch eine weitere Armee groß dazu zu holen. So quasi ohne Rücksicht auf Verluste einfach drauf. Rüstungsdurchdringende Geschosse klingt gut. Grundlegender Geschossschaden plus 50%, das wird auch heftig. Aha. Das ist aber nur der grundlegende Geschossschaden. Na, eigentlich bin ich mehr geil auf Rüstungsdurchdringend, muss ich gestehen. Und Mr. Bro, was haben wir denn da alles so Fantastisches? Okay, Zauberresistenz, Geschossresistenz. Das zweite Zauber des Wushin-Kriegskompasses. Bonus gegen Inf. Naja. Gut, in zwei Runden gibt es hier das nächste Gebäude. Unterhalt für Young-Einheiten. Angriffsbonus für Kaff. Wäre natürlich gut, bald kriegen wir Kavallerie. Rüstung ist aber natürlich auch gut. Ja, machen wir mal das untere. Investment in the future of Kaffee. Child of the Nun. Gut, der eine Runde noch passt. Weiter geht's. Ja, also wir brauchen hier auf jeden Fall ein bisschen Aufbauarbeit, bevor wir uns mit den Skaven befassen können, die aber doch nicht in unsere Richtung marschieren. Es hat gerade ganz kurz schon so ausgesehen, als ob hier schon Skaven wären. Es war ja gerade eben noch eine Ruine. Also skäfige Abenteuer, die haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Falls wir überhaupt so weit kommen, soll heißen. Weil wie gesagt, so viel Content wie angekündigt ist, wann soll man denn das alles spielen? Thrones of Decay kommt ja auch noch irgendwann raus. Ne? Baukosten für Young-Gebäude. Minus 80%, das wird gierig.
Könnte man durchaus vorstellen. Ja, komm. Und da fallen die nächsten Fraktionen. Genau, also die Ortschaft. Und die Viehstelle. Rat. So, das hier ist die Seegrenze, wie es ausschaut. Einfach voller Vorstoß. Einfach Vorstoß mit voller Kraft. Okay, da ist der nächste, ist klar. Die nächste. Gut, könnte man denken, dass dann vielleicht bald hier oben Mazda Mundi auf den Plan treten wird. Wobei natürlich die Frage ist, wie er sich mit den Menschen versteht. Hexowattel. Okay, schlecht, verstehe. Das heißt, dann dauert es auf jeden Fall ein bisschen, bis er die Menschen abgefrühstückt hat. Und dann auch vermutlich zu uns will. Okay. Dann gibt es noch einen Speicherer. Speicherer machen wir noch. Wird sich jetzt sogar fast lohnen, dass wir wieder diese Staatsangelegenheiten machen, dass wir noch von diesem Bonus da profitieren können für die Young-Gebäude. Würde sich ja jetzt fast lohnen. Englin, NATO. Wir haben voll die Harmonie erlangt. Weil wir waren beim Friseur, versteht's, die Harmonie mit 2a. Oh Gott, der war schlecht. Gut. Beziehungen derzeit stehen, kommt womöglich bald ein militärisches Bündnis. Ja, ja, ist okay. Ein militärisches Bündnis werden wir bald bekommen. Flotte der Totenflagge. Threatens our order. Gut. What is this foolishness? Wer bin denn du? Ah, okay, Schatten.
master of the medium wings. Andererseits. Ja. Gehen wir da nicht an Land? Wie schaut's denn aus? Was hat denn der noch? Nix mehr. Also nur diese eine 5er Armee. My visions predict fame. The Emperor's architect. Dann würde ich es fast riskieren. Sollte hoffentlich so sein, dass wir da nächste Runde an Land gehen können. Ja. Genau. Okay, wären wir vielleicht doch besser dran gewesen, wenn wir das nicht angenommen hätten. Weil das nur diese kleinen Cash-Building-Sachen sind. Nee. Cheat. Was wollen wir denn da noch ganz gerne haben? Eigentlich hätte ich ja Schmiede ganz gern da drin. Aber Kavallerie wäre natürlich ebenfalls sexy. Was war das jetzt? Eine Kriegstrommel. Okay. Ah, nicht schlecht. Und das da oben, genau, das ist die Raketenartillerie. Verstehe. Ja, ich hätte gern Schießpulvereinheiten. Und der Hohle Wächter. Wo immer, Jan-Gebäude. Eigentlich hätte ich da aus bekannten Gründen ganz gerne eine Garnison drin. Und das ist natürlich Yin. 600, 900. Ah! Okay, das war die falsche Entscheidung mit dem Bonus. Aber, wie schon gesagt, the Dragon Blooded. Schon gesagt, wie falsch. Ja. Wie funktioniert denn das noch einmal? Beschleunigte Konstruktion. Eine unserer Siedlungen. Okay, nur eine. Ich habe gerade ganz kurz gehofft, dass das für alle innerhalb einer Provinz geltend hätte. Das wäre natürlich umso leibender gewesen dann. Mhm.
Weil hier würde ihr normalerweise danach ebenfalls ein Ausbildungsgebäude reinsetzen. Aber das hätte eigentlich auch noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja primär oder jetzt in nächster Zeit keine Kriegsgegner da unten. Ja, ist okay. Yep. Descended from celestial glory. Soll bedeuten. Ja, die Viecher wären natürlich ebenfalls gut. Soll bedeuten. Das ist der Gewürzmarkt und du bist Kontrolle und Rang bei Rekrutierung. Ja, dann machen wir mal den Gewürzmarkt hier drin. Und passt. Soweit. Okay, wir haben etwa Yin. Ja, dann passt das einmal soweit. Und dann baue halt mal die Garnison aus, ist okay. Das wäre eigentlich hier wertvoller gewesen, aber schwamm drüber. So wirklich notwendig haben wir das jetzt nicht, dass wir da voller Effizienz spielen. Ist jetzt nicht so wirklich notwendig. Ja, ja. Guti. Yin Yin, Yang Yang. Tralala. Würde ich mir eigentlich extrem steil vorstellen. Das wäre dann eigentlich auch nochmal ein ganz steiler Run mit Alberic spielen. Ich meine, Bretonen direkt neben. Ja, ist wahrscheinlich anstrengend, direkt neben, wie heißt der nochmal, Luther. Direkt neben dem Vampir, direkt neben der Vampirküste. Könnte schon Schmerzen bereiten. Die Karawane wurde beschattet, verfolgt. Nachdem die Verteidigungsstellung eingenommen und die Waffen gezogen wurden, traten die potenziellen Feinde hervor und stellten sich als Freunde heraus. Eine Gruppe Söldner, die bereits an eurer Seite gekämpft und mit euch Blut vergossen hatte. Tatsächlich sind sie eher Freunde als bloße Mitstreiter. Dreimal Armbrustschützen mit Schilden oder zweimal Jadekrieger. Tja, Armbrustschützen. Ja, 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 ja. Also, dann machen wir zuerst die Geschäfte in Kartei. Genau, diesen Bonus hätten wir noch eine Runde. Dann nehmen wir das doch in Anspruch. Und da oben
Ja, müssen wir uns Geld durch die Plünderung holen. Oder durch die Einnahme. So, ich hoffe jetzt sehr, dass du keinen Blödsinn machst. Aber ich glaube, er macht einen Blödsinn. Ich glaube, er fährt die Runde, ne? Haben wir ein bisschen vernavigiert. Ich glaube, hier kann er nicht an, hier kann er nicht an Land gehen. Ja. Es wird ein bisschen schade, dass das ein unangenehmes Klima ist. Wir könnten das direkt angreifen und einnehmen. Bin ich eigentlich dabei? Bin ich eigentlich dabei? Ja, hat jetzt schon wehgetan, aber spurt jetzt ein bisschen Zeit. Eine Belagerung haben wir im letzten Part ja schon händisch gemacht. Armbrustschütze eines himmlischen Drachen. Schön. Okay. Also das wird immer, das ist eine extrem böse Kombination. Das ist Amintoks Netz und dann gleich drauf diese Exekutierfähigkeit. Dass ja keiner eine Gelegenheit hat, sie irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Finde ich gut. Finde ich gut. Hat Potenzial. Hat Potenzial. Gut, es ist jetzt ein unangenehmes Klima. Das ist natürlich Gaga. Für gewöhnlich nehme ich unangenehmes Klima noch, es dauert halt länger. Aber ich meine, man kann dann da auch noch ein bisschen seine Vorteile draus ziehen. Unbewohnbares Klima würde ich dann aber nicht mehr nehmen. Und jetzt gerade finde ich, bietet es sich irgendwie an, weil es auf unserem Weg nach Süden liegt. Weil wir ja hierher müssen. Für diesen astromantischen Verstärker. Wachenfluss, Trümmerlande. Genau, Hexortel und die große Schildkröteninsel, genau das. Da unten müssen wir uns dann gleich mit den nächsten Dunkelelfen anlegen. Aber alles zu seiner Zeit. Es wäre schön, wenn wir zumindest das eine noch machen könnten, wenn sie das zeitlich noch ausginge. Ob wir die zweite Siedlung auch noch einnehmen können, jo. Also war ja der Sieg für die kurze Kampagne zwei astromantische Verstärker sind. Ob sie das ausgeht, steht ein bisschen in den Sternen. Leider. Weil so viel gescheit Hobby leider nicht. Huni leider nicht. Gut. Dann. Hupf mal in die nächste Runde. Vielleicht könnte man hier das Wachstumsgebäude dann abreißen und das einmal durch ein Agentengebäude ersetzen. Weil wenn wir noch damit warten, bis alle Siedlungen voll ausgebaut sind, ja, es könnte eh noch ein bisschen ewig dauern und der Anfang ist ja hier jetzt einmal gemacht. Die Siedlung, also die Provinz beginnt ja gerade zu florieren. Deswegen könnte man das eigentlich gegen ein Agentengebäude austauschen. Komm, rest.
Alberic. Ah ja, daneben ist Itza. Ah, okay, dann liegt er, genau, dann liegt er im Krieg mit Itza. Ah ja. Itzalot Skink. Im Krieg mit Itzalot Skink. Mhm. Mhm. 4800 Zaster. Schön, schön. Schön, 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 schön. Eigentlich wäre da in dem Bereich Schatz auch ganz schön, falls das hier überhaupt spawnen kann. Ah, alles klar, wenn wir uns vorher gefragt haben, in die Richtung liegt die gesegnete Flucht, Frucht, was auch immer. Und das ist das Skaven-Gebiet. Ah, und da werkelt mir auch Ying schon. Okay, okay, okay. Lord of Ying and Yang. Dann machen wir das aber wirklich. Weil die geben ja auch noch mehr Wachstum, dann machen wir das wirklich. Dann kommst du weg. Und dann kommt in der nächsten Runde hier ein anderes Gebäude rein. Vielleicht irgendwas für Agenten. Wobei, wir können da eigentlich auch schon Armbrustschützen machen. Durch was eigentlich? Durch die Garnison? Ah, plötzlich hier durch, ja, durch die Kaserne. Depp. Leichter, leichter Anfall von... Depp. Minisch. Ja, dann wird man es hier langsam dann irgendwann in einem Krieg engagieren, ne? Wie schaut's denn aus? Clan Eshin und Kriegsherr von Saar. Okay. Dann würde ich wirklich einmal sagen, nehmen wir hier dann ein bisschen die Armeeaufrüstung in Angriff. Descended from celestial glory. I will not tolerate sloth. Mmh. 32 ist halt gut. Und die sind halt bei 18. Dann würde ich mal sagen, kommen die Bauernbogenschützen einmal weg. Und einmal zwei von denen. Und zwei von denen. Du überhaupt? Okay, ich sehe es jetzt gerade erst. Der hat ja nicht einmal eine direkte Landverbindung mit der Bluthalle. Interessant. Ja, das dauert ein bisschen länger. Okay, Lokaleffekte, herzlichen Dank. Okay, das ist vermutlich das Klima, oder? Minus 8. Okay, dann machen wir das anders. Bleiben wir die eine Runde noch drin. Dann wird hier gemerged.
auf Wushen. Und du holst dann noch zwei von denen und dann brechen wir in der nächsten Runde auf und schauen, dass wir möglichst bald wieder in eine verträglichere Klimazone kommen. Wäre das nächste. Und du. Das sollte man eigentlich wieder sporen. Auf die Stadt. Eigentlich ja schon. Gut. Technologie noch. Und dann gibt es hier drüben noch die Garnison. Okay, ich habe gerade, glaube ich, leicht den Überblick verloren über das Zeitmanagement, aber ich glaube, wir sollten schon bei. Einer Stunde 20 sein in etwa, falls ich mir jetzt nicht komplett verrechnet habe. Ich würde einfach sagen, wir schauen einfach nur in die nächste Runde. Und wir schauen einfach nur in die nächste Runde und machen dann Schluss. Acht Runden noch. Was ist das? Ah ja, Reichland, okay. Altdorf. Achso, wir haben keine Kohle dafür. Gut, dann betrachtet es als erledigt. Genau, also dann wird es vermutlich noch zwei, drei Parts dauern, schätze ich mal. Also beim nächsten Mal werden wir uns dann darauf konzentrieren, die Dunkelelfen in dieser Provinz hier auszuknipsen und uns die Provinz zu holen. Dann bräuchten wir vermutlich oben im Norden einen Aufpasser, weil irgendwann wird Mazdamundi da oben zuschlagen, denke ich. Und ja, dann. Wenn wir die Provinz kontrollieren würden hier, dann spricht schon nichts dagegen, weiter nach Süden zu gehen, dass wir auf dieses, dass wir diese großen Schildkröteninseln einnehmen. Das dürften jetzt vermutlich die Aussichten sein. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, bis zum nächsten Mal, bis ich den nächsten Part aufnehme, werde ich das schon wieder vergessen haben, was die Aussichten sind. Aber ja, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Die besten Überraschungen. Wobei ja, nicht unbedingt. Fast wollte ich sagen, die besten Überraschungen macht man sich selber. Oh, das stimmt ja auch nicht. Das ist ja ein Blödsinn. Aber man kann sich selber hin und wieder auch überraschen. Sagen wir es einfach so. Tell the soldiers, move. Move it, move it. Do not rest on the waves. Ill considered. Schatten und Dunkeldornen. Ja, dann werden wir da in der nächsten Runde auf jeden Fall wieder belagern. Ich hoffe echt, dass ich mir das merke, aber wird schon irgendwie passen. Ui. Okay. Vielleicht
vergesse ich doch meine Pläne nicht. Vielleicht werde ich doch ein bisschen früher wieder hier da sein als erwartet, weil die Situation finde ich nämlich gerade irrsinnig spannend. Weil die tausend Schlünde nämlich gerade ein bisschen abgehen. Dann brauche ich mich gar nicht selber damit überraschen, dass mir das. Dass ich mir meine Pläne wieder erwarten doch merken würde. Vielleicht merke ich mir es ja wirklich, ganz einfach, weil die Situation gerade spannend ist. Aber gut. Ja, das wird noch spannend. Das wird auf jeden Fall noch interessant. Grenzsiedlung und so, ne? Bauen wir das doch aus. Mehr Garnison. Mehr Garnison. Stichwort mehr Garnison. Mag nicht irgendwer ein Bündnis eingehen, Freunde? Yes. Oh. Child of the Nine. Fangen wir mal so an. Through me, you have the celestial emperor's favor. Acceptable. Bed. Die nächsten. Gut, ihr nicht. Nicht Angriffspakt mit dem ganzen Imperium, so wie es ausschaut. Okay, eins. Dann aber ganz gerne mit den anderen. Und mit den Kolonien auf jeden Fall, solange sie noch existieren. Die wird Mazda Mundi recht bald ausschalten. Da kommen wir auf Kohle, da kommen wir auf Kohle. Taler Beckland. 5200, einer für alle und mehr Geld für mich. So, und schon brauchen wir eigentlich gar nicht mehr nach Bündnissen schauen. Ja, die würden das aber auch schon machen. Oh. Oh. Wir könnten schon konföderieren. Alter Schwede. Dann wären wir mittendrin im Krieg gegen die gesegnete Frucht. Krass. Dann hätte man in beiden Teilen der Welt, würde man es dann mit den Dunkelelfen anlegen. Der Run wird doch interessant. Der Run wird doch interessant. Jo. Alles klar. Also, genau. Bitte sehr. 2-1-1. Ich glaube, es ist dasselbe. 3-1-1. Das ist nicht dasselbe. Jadekrieger Ambrustschützen, Jadekrieger Bauernreiter. Jadekrieger, Jade Hellebarden, Ambrustschützen, Bauernreiter. Naja, auch die Bollwerke. Und. Hier platzieren wir noch. Bringt dann Astromanten und das bringt dann Alchemisten. Terrakotta-Wache. Habe ich noch beste Erinnerungen dran vom Run mit Miao Ying. Ja, passt, dann gehen wir mal auf das hier. Ist okay. Und
So, du wolltest doch Reikland. Mit dem. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir steigen an dieser Stelle aus diesem dritten Part, angespielt mit Yuan Bo. Wie gesagt, mein Interesse ist geweckt, dass wir dort auf jeden Fall ein bisschen Gas geben. Einfach weil sie eine sehr interessante Situation ankündigt, an beiden Fronten mit den Dunkelelfen oder gegen die Dunkelelfen. Und da ist auf jeden Fall noch viel Epicness, viel epische Schlachten und einiges an Gaudi zu erwarten. Bin ich mir 100% sicher. Gut, dann soll es das gewesen sein. Okay, wir rasten wieder zurück. Dann soll es das gewesen sein. Hat Spaß gemacht. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wann auch immer das nächste Mal sein wird. Ja, aber wir werden es herausfinden. Es wird wie immer fantastulös. Fantastulös. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage Grüß euch und Tüdelü.